Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2. Wir befinden uns weiterhin im Krieg. In einem doch sehr guten Krieg mittlerweile. Das einzige Problem ist, unsere Kollegen wünschen sich einen Krieg gegen das südliche Kaiserreich. Und das kann richtig in die Hose gehen. Weil wir jetzt gerade geschwächt sind durch den Krieg mit Batanien. Wir haben ziemlich viel Boden gut gemacht. Batanien hat 2 Städte verloren. Ein Castle haben sie schon verloren, ein zweites werden sie jetzt verlieren. Und gegen das südliche Kaiserreich kann es jetzt richtig schwer werden. Wir gucken mal. Wehe, du hast dich aufgehangen. Nein, hast du nicht. Auto deploy, begin assault. So. Ich steht auch nur da, um gut auszusehen, ha? Huh? Die fangen schon an zu feuern, wie bekloppt. Hey, Leute. Da drinnen stecken sie. Ich dismounte schon mal. Hi. Hi, Chica. Ich treffe die nur leicht. Vielleicht erledigt die jemand. Okay. Das war sehr zerstörerisch, der Schuss. Also, ich glaube, wir müssen uns auf sehr viele Verluste einstellen. Oder... Okay. Das erste ist kaputt. Shit. Das hat nicht gut getan. Das Wichtigste ist kaputt gegangen. Ich würde eigentlich jetzt gerne draufhauen. Das... Oh nein, shit. Es gibt nur noch eine Möglichkeit. Ich gehe schon mal ans Tor und hau drauf. Es gibt keine andere Möglichkeit gerade. Das kann ewig dauern. Wenn ich nicht sogar gleich drauf gehe. Ne, voll am Sack. Okay, wir haben nur ein Tor, über das wir gehen können. Und das wird ein Spaß, wir Hammer. Boah. Wenn dieser Tower fällt, ist alles vorbei. Infantry! Archers! Get moving! Bowmen! Onwards! Forward! Seid euch dahin, ihr müsst schießen, so viel es geht. Ihr müsst sie da runterschießen. Es geht nicht anders. Schießt einfach so viel ihr nur könnt. Nur weil die ersten fallen schon. Der Siege Tower ist auch nicht mehr das, was er mal war. Alter, wie die Pfeile fliegen. Junge. Also zurückdrängen ist gut. Ich werde dieses Scheißding halten, wenn es sein muss. Ich werde so viele von denen umbringen. Ich versuche die mal wegzulocken. Komm. Alles gut, ich versuche sie wegzulocken. Komm, mir nach. What the fuck? Ich bin doch da.
Ihr könnt alle auf mir drauf prügeln. Ich verwirr euch alle. Komm her. Nein. Wolltest du mich treffen? War das dein innigster Wunsch? Weg ist er. Und jetzt kann ich versuchen, von hinten aufzuräumen, vielleicht. Vielleicht schieße ich sogar ein bisschen. Komm her, ihr Rekruten! Es lief gerade so gut. So, da wären wir wieder. Leider hier wieder bei der Schlacht vor Ostikan. Joa, jetzt nur mal gucken, wie sich wieder alles verändern wird. Leider, traurigerweise. Ob die Burg da hinten eingenommen wird, ob wir den Krieg weitermachen, ob der Krieg dann gleich und so, ne? Müssen wir mal schauen, also, weil da verändert sich jetzt wieder die Welt quasi, wenn ihr versteht, was ich meine. So, wir holen uns zwei Unterstützer, die uns jetzt nochmal bei der Festung helfen. Tullyville Castle ist unser, das ist schön. Das ist entscheidend. Jetzt gucken wir mal, dass wir uns dieses Castle da vorne holen. Okay, Owner of Lamenon hatten wir das gegeben. Also somit alles wieder auf Anfang. Okay, wir könnten Frieden anzetteln, wenn wir klug genug sind. Ich würde aber noch dieses eine Castle haben wollen. Und dann machen wir den Frieden. Okay, da kommen Leute wieder, neue. Sie ziehen weg. Ich guck gerade mal, ob hier in der Nähe noch Leute sind. Zwei. Okay. Wir versuchen ein paar Leute zusammenzuziehen. Making peace with Britannia? Nein. Okay, ich speichere mal nicht, dass ich das gleich verpasse mit dem Make peace. Weil ich habe ja ein paar Stunden Zeit. Will mir die Zeit auch nehmen. Dass ich hier zumindest Belagerungsgerät habe. Wir wissen, dass es ein bisschen schwieriger war. Belagerungsgerät wäre jetzt echt nicht schlecht. Ramme und so weiter. Okay, wir haben genug Leute. Wir können das Castle ohne Probleme bekommen. Also ohne Probleme, so wie es letztes Mal war. Wir leveln auf. Okay. Lead Assault. Wir machen den Assault. Okay, 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 okay. Ich habe Schiss, dass das jetzt alles nicht nochmal aufgeht. Leider halt nochmal genau dieselbe Schlacht. Es tut mir leid. Unser Move war wahrscheinlich so cool, dass der NPC gedacht hat, also der PC sich gedacht hat, warum? Oh. Gleich ein Heady. Ja, wir die schieben schnell genug. Alter, hier fliegt echt alles auf uns, oder? Also so ein... Will der auf mich schießen? Oh, jetzt... Das war ich, entschuldigt. Ich war so schockiert gerade. Okay.
Das Ding steht noch. Shit. Erst ist kaputt. Oh, und da schießt er gleich nochmal rein. Shit. Ich hoffe, eins von den beiden kommt durch. Oh, 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 oh. Ah. Mutti. Ich hab schon Schweißperlen. Boah, ich hoffe, die schießen nicht nochmal und treffen noch. Einer von den beiden wird's wohl sein. Okay, die schießen jetzt in die Menge mittlerweile. Also das scheint einiges jetzt richtig zu sein. Nein. Aua. Mutti. Okay. Wir werden von zwei Seiten belagern. Das sieht mehr nach uns aus. Ist das ein Lebender? Oh. Jetzt ist er tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, die schießen schon drüber. Sehr gut. Meine Güte, bringt mich nicht immer so zum Weinen. Also zum fast Weinen. Okay, okay, okay. Ho, 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 ho. Ich will auch. Ich will auch. Ich will auch. Danke. Wir schaffen das gemeinsam. Asugarn hat sich wieder gut gehalten. Macht das Ding auf. Wir werden durchhalten müssen. Nie nach unten. Ich werde mich versuchen durchzumogeln mit dem Schild. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Ihr habt da sowas gerne. Okay. Ich bin aber nicht drauf. Jo, jetzt sind wir drauf. Jetzt sind wir wieder fast unten. Schild nach vorne, Schild nach vorne, Schild nach vorne. Wir drängeln uns da jetzt durch. So wie es sich für richtige Soldaten gehält. Ich bleib die Wand. Nein! Scheiße, Mann! Entschuldigung. Sag mal nicht. Alter, warum? Das ist kacke. Aber jetzt holen sie sich den Frieden mit Batanien. Das macht's einfacher für uns. Naja gut, die sind eh alle durch. Hätten wir eine Sekunde gewartet, Hammer. Keine Chance. Nicht mit mir. Lass es dir mal schmecken. Ernsthaft? Der Typ, der hat einfach von uns einen großen Typen umgenietet. Ich geh da jetzt hoch, ich hab da keine Lust mehr drauf. Hör auf zu schießen mit dem scheiß Ding. Oh ja, schöner Schlag, schöner Schlag. Nice try. Kommst du jetzt hoch? Ah, daneben. Ey, komm mal her. Hey, Body. I gotcha. Ein Schuss weniger ist ein Schuss weniger. Hey, hallo. Block. Nein. Oh ja. Gut gekämpft. Aua. 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 Aua.
kleiner Babsack. Nein, aber das geht schon. Wir sind ja eh schon oben. Also, da hinten halt. Und wenn die sich da jetzt mal... Ah ja, das Legate open. Jetzt marschiert hoffentlich alles rein. Oder auch nicht. Oder doch. Oder auch nicht. Oder doch. Oder... Ja, nein. Ja. Danke. Mach auf. Danke. Jetzt sind wir drin. Das hat genügt. Das hat so genügt. Das war Genugtuung, hey. So, wir nehmen uns noch die hier. Oh. Yippie, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Okay. Make peace with Batania. Yep. Wir haben es geschafft. Hi. Und ohne den ersten Krieg auszulösen wieder. Das kann uns natürlich jetzt wieder gute Vorteile geben. Nein, hier nicht. Go to the Lord's Hall. Nein. Ah. Raus hier. Go to the Dungeon. Und jetzt kommen die alle rein. Ich bekomme vielleicht ein oder zwei Punkte noch dazu. Und wir resolven das, indem wir unsere Bande auflösen endlich. Sehr schön. Boah, okay. Also, diese Ecke war unheimlich wichtig, weil damit haben wir den super viel weggenommen. Das haben wir leider noch nicht. Ich nehme mal die Markierungen raus für die nächste Schlacht. Ox Hall wäre halt noch etwas, was ich gerne hätte. Hm. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, Revel, das nervt mich. Warnovopol, das nervt mich auch extrem. Onyra wird gerade erobert. Das ist eine ganz gute Sache. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal. Bezüglich neuer... Wir können 7 Workshops schon wieder haben. Habe ich nicht einen einzelnen. Okay, Turby Castle oder Yoguris Castle und so weiter. Okay. Ich überlege, ob wir jetzt nicht mal gucken, dass wir wirklich den einen oder anderen wieder auf unsere Seite ziehen. Denn das Problem ist jetzt... Also gut, das müsste ich halt irgendwann mal machen. Weil ich sehe ja jetzt nicht... Gut, bei dem weiß ich es jetzt, ne? Die haben niemanden... Also ihr seht, Vatazes, okay, Vatazes hat wieder was. Ich muss die halt einzeln durchgehen. Und das kann so anstrengend sein. Uyurik, Enkurion hat was. Hätte ich nicht gedacht. Fan Penraik, der wäre zum Beispiel von denen, dieser Clan wäre gut. Und auch hier, Morka Deidhir, wird mal später interessant. Gunrik. Banu Saran, okay, gut, das kommt ja noch. Suruk, der kommt auch noch. Atij, Banu Abbas. Okay, jetzt müssten wir halt einfach alle wieder durchgehen. Gut, hier sind alle weg. Hier sind alle fast weg. Argoros, guck mal. Boah, die wären... Alter, guckt euch mal an, wie viele Kinder die haben. Das wäre ideal. Akit, gut, das sind die. Avolnos, ja gut, das sind die von den anderen. Baltait, die gehören zu uns. Banu Habab, können wir uns nicht holen. Julian. Banu Kild, gut, die gehören ja zu uns. Kuwait. Samait. Samal, nee, sorry. Benizilal. Dann gibt es hier noch einen Clan. Den kriegt mit jedem. Boritos Clan. Na gut, die könnten ja zu uns kommen. Hier sind halt tausende Rebellen. Konis ausgestorben. Ist schon heftig. Warte mal. Active. Nicht eliminated, weil sonst sitzen wir bis morgen früh hier. Wo waren wir denn jetzt? Boritos? Ne, Boritos hatten wir schon. Kohls Clan. Da
Wem kriegt man uns? Kohl hat kriegt man uns. Wir gucken mal, dass wir Kohl an unsere Seite bekommen. Komnos. Gut, das sind die großen Korenios. Die gehören schon zu uns. Ja, die haben auch Krieg mit uns. Dalibol. Könnte mal gucken, dass man den irgendwie vielleicht an unsere Seite holt. Destors Clan. Ja, das ist halt nicht so einfach. Darims Clan. Ich weiß nicht, wie man die Leute zusammenkriegt. Also, ob man die Leute überhaupt auf unsere Seite ziehen kann oder so. Ich habe keine Ahnung. De Fortes. De Yeland. De Marok. Ah, das sind die Amokon. Das sind, ist, glaube ich, die Anführer. Also die Anführer, ne? Was haben wir denn noch? De Rotat. Alter, Valant. Jo, Dave Valant. Das wären halt auch welche, die spannend wären. Also ihr merkt, es gibt einige, die man sich an die Seite holen. Dolentos, hatten wir die schon? Nee. Elachis. Eupitor. Alle, die ja auch zu uns kommen, die haben auch die Möglichkeit, dann wirklich eine gute... die Möglichkeit halt auch wirklich dann was zu bekommen und ja, Verdengil. Und dann halt auch sich wieder was aufzubauen. Vereingal. Grovenrock. Alles unsere Leute. Nuwain, auch unsere Leute. Gemnosknan. Gundarovic. Gundarovic, die haben sich auch wieder gut ran geschlichen. Hungaros. Das wird nochmal spannend, ob am Ende die es dann tatsächlich Aserai und südliches Kaiserreich gegen Batanien und uns eigentlich so dann aussehen wird. Weil wir ja die ganzen Leute wahrscheinlich von den Batanien abkriegen. Jarovic, Julius und ich uns Kergit, gut, das sind ja. Warte mal. Die Kergiten sind doch bei uns, ich Holzkopf. Kostrovink. Lake Rats, gut, die kennen wir ja schon. Legion of the Betrayed. Leonipardes. Lunalio. Manelo. Maneolis. Mystericaros. Neretzes. Oxhall. Rebels, Onyura, Rebels, die werden wir auch noch weghauen müssen. Ormidovic, ich glaube, ich habe hier unten alle. Ostikos, ja gut. Wir haben ja Ostikan befreit. Palladios. Pefros. Ganzen. Valentes. Oh, die haben wir noch gar nicht. Das sind so die ganzen griechischen Namen dann. Seniopa. Was man natürlich auch immer machen kann, ist denen eine Stadt anbieten, aber Sorados. Boah, die haben viel. Die Sorados, die sind mächtig. Das ist Clan. Tigrit. Die wären Sivur. Der würde mir gefallen. Der würde, also es sind so einige, wo ich mir denke, die brauchen wir. Die müssen wir auf unserer Seite haben. Den Krieg gegen das südliche Kaiserreich anfangen. Und dann versuchen, so viel wie möglich zu erobern.
Und ja, dann denen auch dementsprechend die Städte geben, weil die kümmern sich dann halt auch richtig krass drum. Und immer schön die Waage halten, ne? Betranis, Isatos. Ne, wir sind so gut wie durch. Wolfskins und der letzte ist dann Janseritz und die haben auch genug. Sehr gut, wir haben ziemlich viele. Oshir ist in Sargot gesehen worden. Okay, ich, wir machen das so, um euch jetzt nicht zu langweilen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich markiere die ganzen Orte und dann fangen wir an, alles abzusuchen. Und dann vielen herzlichen Dank erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.